Der Arbeitskreis Gesunde Gemeinde trifft sich regelmäßig, um an aktuellen Themen und Zielsetzungen zu arbeiten. Und derzeit gibt es in Vösendorf einige interessante Projekte, an denen hier gefeilt wird. Der Arbeitskreis ist ein Zusammentreffen, bei dem Themen unserer gesunden Gemeinde Vösendorf besprochen werden. Die Themen sind zum Beispiel die Gesundheit, die gesunde Ernährung, die Bewegung und auch die mentale Gesundheit. Und der Arbeitskreis ist zugänglich für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger von Vösendorf. Es wird immer eine Einladung offiziell ausgeschrieben, die kann man auch auf der Homepage der Gemeinde Vösendorf nachlesen. Ja, und da freuen wir uns immer sehr, weil es eine recht aktive und rege Teilnahme und auch Diskussion oft darstellt. Seit wann gibt es dieses Projekt? Die gesunde Gemeinde Vösendorf gibt es seit Mai 2016 und unseren ersten Arbeitskreis haben wir dann im Juli 2016 durchgeführt und findet meistens 3 bis 4 Mal im Jahr statt. Welche Themen werden da besprochen? Wie schon erwähnt, geht es um die gesunde Ernährung, es geht um die Bewegung, es geht auch um die mentale Einstellung, das heißt die Einstellung im Kopf. Wir bieten auch gerne Vorträge an, wir bieten auch Workshops an, wir haben Kinderkochkurse schon gemacht. Also die Palette ist wirklich von bis. Es gibt einige Projekte, an denen wir arbeiten, beziehungsweise die auch heute vorgestellt werden. Unter anderem ist eine Broschüre geplant, bei der sich alle Vösendorferinnen und Vösendorfer, die etwas anbieten im Bereich Gesundheit, Bewegung und so weiter, sich einschreiben können in diese Broschüre. Die wird dann auch auf dem Gemeindeamt aufliegen. Und unser nächstes ganz wichtiges Projekt ist ein Projekt, das jetzt im März startet und nennt sich Fettkampf. Was steckt denn dahinter? Fettkampf ist ein Projekt, bei dem man gemeinsam in einer Gruppe darauf Acht gibt, was esse ich, was darf ich essen. Ich muss keine Diät halten und ich möchte aber trotzdem Fett abbauen. Und das wird eben in der Gruppe gemacht. Es wird Teams geben, es wird Männer gegen Frauen antreten und es wird dann zusammengerechnet, wer wie viel Kilo an Fett quasi verliert. Und das Ganze wird dann auch in Euro umgewandelt und einen karitativen Zweck gespendet. Also ist generell das ganze Projekt Gesunde Gemeinde ein Erfolg aus Ihrer Sicht? Die Gesunde Gemeinde ist ein Erfolg, ein Projekt, das natürlich auch langsam anlaufen muss, aber ja, Gesundheit, Bewegung, Ernährung, das betrifft uns alle. Mhm.